Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part ist super viel auf einmal passiert, denn wir waren ja auf dem Schwoop-Luftschiff unterwegs. Dort haben wir dann Kylie getroffen, die dann auch ihren tollen Schlüssel einsetzen konnte. Der war aber nur für eine Falltür da. Wir haben herausgefunden, dass die komische Peach mit dem Pilz im Gesicht, dass das in Wahrheit Prinzessin Schwoop war. Wo die echte Peach ist, wissen wir also immer noch nicht. Baby Bowser ist jetzt auch auf dem Luftschiff. Kylie und wir sind rausgeflogen. Kylie ist auf Toadbeards Birne gelandet, wodurch sich er jetzt wieder daran erinnern kann an alles. Und wir sind jetzt hier gerade in Toadtown. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung vom letzten Part. Und jetzt geht's auf jeden Fall hier in Toadtown weiter mit auch einigen neuen Gegnern. Zum Beispiel diesen hier, den Schroids. Genau. Und die haben auch sehr, sehr interessante Angriffe dann gleich. Werden wir gleich sehen. Luigi. Bam. So, ja, das wird richtig kompliziert werden. Luigi. Die haben auch, glaube ich, irgendwie drei verschiedene Angriffe oder sowas gleich. Also, ja. Und die haben auch zwei verschiedene Formen. Nämlich die normale Form und die durchgedrehte Form, sage ich jetzt mal. Die wir jetzt gerade sehen können. Und ich werde deswegen erstmal normal ein bisschen angreifen. So. Mario, aber es ist andersrum. Ja. Denn wenn sie in ihrem durchgedrehten Zustand sind, dann ist es einfach genau andersrum. Ne? Also da muss man dann bei der Kugel auch noch umdenken. Okay. Aber also mir fallen sogar noch zwei weitere Angriffe ein, die sie haben. Vielleicht sogar noch einen vierten, der mir gerade noch nicht einfällt. Aber es gibt noch auf jeden Fall mindestens zwei weitere Angriffe von den Viechern. Also die haben schon, wie gesagt, echt drauf. So, mal gucken. Kommt doch gleich der nächste. Also wir müssen das immer nachmachen. Okay. Und man muss da auch noch ziemlich schnell sein, weil ihr habt ja gemerkt, es wird auch am Ende immer schneller. Und wenn ich halt mal zwischendrin einen Fehler mache oder mir zu lange Zeit lasse mit der richtigen Eingabe, dann würde er die Fahnen auf mich schmeißen und mir dann eben Schaden machen. Und nochmal zur Erklärung, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt. Wenn er halt die rote Fahne hochhebt, muss ich halt mit Mario springen. Bei der grünen mit Luigi und bei beiden halt mit beiden. Jo. Okay. So, dann kommt gleich wieder her. Genau, Mario trägt ja jetzt den Saugorden aktuell, wodurch er sich immer heilen kann bei Angriffen. Aber es bringt ihm ja gar nicht so viel, weil er wieder geheilt wurde. Weil ich habe beim letzten Mal mit Mario sehr viel Schaden nehmen müssen bei dem Schub-Luftschiff. Gegen diese Schubwächter da, die ich ultra schwer fand. Aber jetzt wurde ich dann wieder automatisch voll geheilt, weil wir ein komplett neues Gebiet betreten haben. Und deswegen kann ich den dann eigentlich wieder ablegen. Das mache ich auch. Ich mache es mal gleich schnell, weil der bringt mir jetzt nicht viel. Und stattdessen würde ich dann lieber ein bisschen mehr Angriff haben, würde ich sagen. Und ich werde sogar vielleicht doch wieder warte kurz, was war das mal für einer? Nicht den Dynamo, genau, sondern den Trefferangriffsorden, wo ich stärker bin, wenn ich halt keinen Schaden nehme so lange. Hier werden ja die Bros-Items stärker, aber kostet dafür auch mehr. Und ich weiß genau, ich finde sogar doch fast den besser, weil ich mache ja auch sehr viele normale Angriffe. Und bei dem ist halt auch so, wenn jetzt Luigi einen Spezialangriff einsetzt, dann mache ich trotzdem ein bisschen mehr Schaden, weil wenn halt immer Mario vorkommt bei den Angriffen, macht er ja auch mehr Schaden, weil er halt insgesamt einen höheren Angriff hat. Und deswegen finde ich den wirklich fast besser als den Dynamo-Orden, muss ich sagen. Und deswegen lasse ich erstmal den. So, es gibt hier wirklich sehr, sehr viel zu erkunden, auch in Toadtown. Richtig viele Secrets gibt es hier und Blöcke, die wir uns mitnehmen können und sowas. Also wird auch nicht einfach werden, hier alles zu entdecken, aber ich hoffe mal, wir schaffen das. So, Mario. Bam. Und der andere macht den Angriff wieder. So, beide. Tadam, beide. Tadam, Luigi. Okay, das war schon. Das war einfacher diesmal. So, Luigi macht gleich mal einen Spezialangriff. Wir haben ja auch zwei neue Bros-Items beim letzten Mal bekommen bei dem freundlichen Großmütterchenladen. Einmal Blumenmix und auch noch den roten Panzer. Genau. Wir machen erstmal den roten Panzer, würde ich sagen. Drücke den Knopf, um den Panzer zu kicken. Mach immer weiter. Und drück den Babyknopf, wenn der Panzer den Gegner trifft. Also dieselbe Beschreibung wie auch beim grünen Panzer. Aber der hat trotzdem einen Unterschied. Und welchen werden wir auch schon... Also hat sogar zwei, sogar drei Unterschiede. Wir werden einen gleich bemerken. Oder zwei eigentlich. Der macht einfach mal, glaube ich, mehr Schaden als der grüne Panzer, soweit ich weiß. Ein bisschen zumindest. Und, das können wir jetzt auch sehen. Oder vielleicht sogar doch gar nicht. Vielleicht macht er gar keinen mehr Schaden. Aber was auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist das Nacheinander. Denn bei dem grünen Panzer war es so, dass der Angriff abgebrochen wurde, sobald ein Gegner besiegt war. Aber wenn bei dem roten Panzer ein Gegner besiegt wird, dann würde er automatisch danach den nächsten anvisieren, weil eben dort die Reihenfolge nacheinander ist und nicht nur einer. Und deswegen ist halt allein deswegen der rote Panzer schon mal um einiges besser. Und er hat sogar noch einen anderen Vorteil, den ich jetzt in normalen Kämpfen nicht so gut zeigen kann, dann eher später in Bosskämpfen. Denn, ja, ich werde es gleich erklären. Mario. Denn der rote Panzer, bam, ist auch so ein Item, wie auch Trampolin oder auch Kopierblume zum Beispiel. Denn soweit ich weiß, kann man den auch unendlich oft einsetzen.
Also halt unendlich lange, will ich damit sagen. Der grüne Panzer wird ja dann nach irgendwie 10 bis 20 Treffern irgendwann automatisch beendet werden. Aber der rote Panzer, solange ich das Timing richtig raus habe, den kann man dann beliebig lange am Stück machen. Und dann auch wirklich gegen einzelne Bosse sehr, sehr viel Schaden machen. Also der ist sowohl gegen viele Gegner als auch gegen Bosse wirklich sehr, sehr gut. So, dann erkunden wir jetzt mal die Häuser. Da können die Babys dann immer rein. Um dann dort noch Sachen zu finden. Nämlich Münzen oder Münze. Hier Münzen und hier Münzen. Und da ist noch ein Luigi-Block, an den wir aber nicht hinkommen, und ein Mario-Block. Aber doch, da kommen wir schon hin. Denn dafür müssen wir die Babys dann gleich plätten. So, dass sie nämlich hier in diese Lücke da auf der rechten Seite noch reinkommen können. Genau. Und da vor allem in diesen Blöcken ist dann häufig ziemlich gutes Zeug. Hier erstmal ein paar Münzen. Aber wir haben ja auch beim letzten Mal einige ausgegeben. Also ist schon mal nicht schlecht. Und dann hier noch weitere. Okay, das war ein reiner Münzraum. So ungefähr. Aber ist ja auch nicht schlecht. Und noch eine weitere Bohne. Gut. Dann gleich wieder zurück. Und ja, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube sogar, dass wir das Ende von Toadtown hier, also rechts unten sehen wir schon die Röhre und sogar auch einen Zeitstrudel wieder. Die werden wir in diesem Part wahrscheinlich noch gar nicht erreichen, weil man hier wirklich sehr, sehr viel machen kann in Toadtown. Und weil es super viele Secrets gibt, auch sehr viele Kämpfe, wo ich bestimmt auch nicht alle machen werde, aber ein paar schon. Und deswegen hier gibt es wirklich viel zu tun. Und ja, ich habe schon gemerkt, vielleicht die R-Taste ist wieder etwas, what the fuck, ist wieder etwas komisch heute. Aber ich hoffe, die wird sich dann wieder einkriegen. So, hier auf die andere Seite laufen. Und dann können wir hier noch mehr finden. Ganz viele Blöcke nämlich sogar. Zwei Pilze, zweimal grünen Panzer, eine Münze, den Notangriffsorden und noch mehr Münzen. Okay, gucken wir uns mal kurz den Notangriffsorden an. So. Das ist der hier. Richtig großen Schaden an, wenn du weniger als ein Viertel an KP hast. Ja, aber ist halt sehr riskant. Und im besten Fall will ich nicht weniger als ein Viertel der KP haben. Deswegen, nee, eher weniger. Da ist dann der Trefferangriffsorden um einiges besser, weil den Trefferangriffsorden, den Mario gerade trägt, finde ich halt deswegen so cool, weil gutes Spielen da halt belohnt wird. Und bei dem Notangriffsorden oder wie der jetzt hieß, den wir gerade bekommen haben, da wird halt schlechtes Spielen belohnt, sage ich mal. Also halt, wenn man nicht so gut ist, ne, im Allgemeinen. Weil wenn man gut ist, wird man nur selten weniger als ein Viertel der KP haben. Und da kann man halt nur selten davon Gebrauch machen. Aber wenn man eben, wie gesagt, gut ist, dann wird man sich selten treffen lassen von gegnerischen Angriffen. Und dann kann man dementsprechend ständig den Angriffsboost von Mario aufrechterhalten. So, hier sind noch Münzen. Sehr gut, dann will ich noch die Bohne aktivieren. Oder mir rausholen aus dem Boden. Erstmal den Luigi-Block. warte kurz. Okay, gut. Hat noch funktioniert. So, jetzt wieder zurück. Okay, ich werde hoffentlich dran denken, dass ich nach dem Part wieder reinpuste in die R-Taste, weil jetzt ist doch wieder ein bisschen blöd. Müssen wir jetzt immer dann leider kurz mal. Jetzt ging es beim ersten Mal gleich. Okay, müssen wir vielleicht ein paar Mal immer kurz warten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Okay, habe ich jetzt alle. Ja, alle habe ich noch nicht erkundet. Nämlich das da oben habe ich mir noch aufgehoben, aus einem bestimmten Grund. Aber ja, dann gehen jetzt mal die Babys da rein. So, denn ich habe am Ende vom letzten Part noch erwähnt, dass Toadtown ein sehr, sehr schwieriges Gebiet ist. Für die Challenge erst recht, aber auch schon normal. Denn das Prinzip von Toadtown ist, dass man hier fast die ganze Zeit aufgeteilt herumlaufen muss. Also die Babys und die Erwachsenen müssen einzeln vorankommen und das macht es so schwierig hier. So, ich gehe mal noch hier rein, ja. Das sind nämlich noch Blöcke, genau. Nämlich noch zwei rote Panzer und noch eine Münze. Gut. So, denn die Babys machen hier immer die rechte Seite und die Erwachsenen halt die linke Seite. Und man könnte es übrigens so machen, dass ich jetzt auch mit den Babys noch auf der linken Seite weiter entlang gehe. Also das könnte man eigentlich so machen, dass man die linke Seite immer noch komplett zu viert erkundet, das würde schon gehen. Aber dann müssten die Babys halt danach wieder Ewigkeiten zurücklaufen irgendwie und das ist ein bisschen doof. Und wir haben auch vor allem so mehr Herausforderungen, wenn ich die ständig aufgeteilt lasse, die beiden Gruppen. Und deswegen, das wird schon klappen, hoffe ich mal. So, die Babys haben nämlich hier eigene Gegner auch, nämlich diese Typen hier. So, du bist nämlich ein Skellopoki. Genau. So, zack. Und kommt auch schon der Angriff. Ich glaube, die gehen alle auf Luigi, genau. Okay. Da muss man eben gucken, wie rum sich seine Dinger drehen. Und je nachdem, wie sie sich drehen, gehen sie halt dann auf einen der beiden entsprechend. So, hier sind wieder Panzerangriffe sehr gut, weil ich halt dann immer seine Dinger wegmachen kann. Vor allem ist er auch ein stacheliger Gegner. Also, das ist gar nicht mal so einfach, gegen den überhaupt dann anzukommen. Aber ich kann mal jetzt vielleicht dann gleich mal den roten Panzer dann austesten gegen den. So, dass wir eben sehen können, damit man, dass man den wirklich, wenn man denn gut ist, beliebig oft einsetzen kann.
Oder halt beliebig lange. Ne, meine ich nicht beliebig oft, beliebig lange. So. Okay, aber das war's sogar schon. Aber es kam sogar noch nicht mal das Super, obwohl ich ja schon einige Angriffe gemacht habe. Und wenn ich noch ein paar Mal mit Super angreife, wird ja der grüne Panzer eben irgendwann abgebrochen, aber der rote Panzer halt nicht. Erst dann, wenn ich mal versage beim Timing. So, noch mehr rote Panzer gleich. Genau, dann kriege ich gleich einige von denen hier. Blumenwichse haben wir jetzt hier noch gar keine bekommen, glaube ich zumindest. Dann wahrscheinlich erst ab dem nächsten Gebiet, aber wird dann schon auch noch kommen. Deswegen setze ich jetzt die auch erstmal noch gar nicht ein, weil Blumenwichse ist auch sowieso ein Angriff, den man nur zu viert einsetzen kann. Weil das haben wir jetzt ja schon gelernt. Es gibt ja bei Bros Items zwei verschiedene Arten. Einmal welche, die man auch zu zweit einsetzen kann, die aber zu viert besser werden, wo man dann irgendeinen kleinen Bonus bekommt oder sowas. Und eben Bros Items, die man wirklich nur zu viert einsetzen kann. Na shit. Warte mal, ist gar nicht so einfach, da gegen das Viech einen Erstangriff hinzukriegen. Okay. Go, go, let's go. Bam. So, das ist eine Liebesblase. Und die hat auch ultra viele verschiedene Angriffe und 1000 Variationen in den Angriffen, glaube ich zumindest. So, auf den Fuß achten. Mario oder Baby Mario. Genau. Und dann kommt da wirklich so ein sehr, sehr schneller Sturzflug. Den kann man übrigens schon auch kontern. Ich werde es vielleicht mal versuchen, ob ich das schaffen kann, den zu kontern. Wird aber sehr schwierig werden, aber ich kann es mal vielleicht probieren. So, und ich werde mal den oberen vielleicht auslassen. Bam! Richtig schön eine reingehauen, aber nicht verwirrt. Na gut. Denn wie gesagt, hier laufen wirklich sehr viele Gegner rum und ich will, glaube ich, nicht gegen jeden einzeln kämpfen. Mario, Luigi, Luigi. Genau, okay. So, dann machen wir jetzt mal nochmal einfach einen grünen Panzer vielleicht diesmal. So. Ja, da hätte ich mir jetzt auch den Schaden übrigens. Das kann ich mal machen. Ich kann mir jetzt mal den Schaden merken, den ich jetzt damit machen kann. Ob das auch mehr ist. Ich will mal normale Treffer sehen. 5 und machen wir nochmal einen normalen bitte, Mario. Danke. 5 und 6, okay. So. Genau, da kam auch jetzt schon das Super. Ich meine, dass das Super auch bei dem roten Panzer erst später kommt. Oder so, vielleicht. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der rote Panzer praktisch in jeder Hinsicht besser als der grüne. Das kann man wirklich so sagen. Okay, den oberen lasse ich mal aus. So, jetzt kommen nämlich die Babys auch hier an diesen kleinen Checkpoint hin. Da müssen wir zusammenarbeiten. So. Und zack. Und dadurch kommen beide weiter. Ich würde sagen, dass noch mehr Hindernisse wie dieses vor uns liegen. Vielleicht ist es besser für den Moment, ohne die Kinder weiterzugehen. Mhm. Es wäre nachlässig, würde ich nicht anmerken, dass sich der Kobaltstern eher seltsam verhält. Hm. Ja, der rastet ein bisschen aus. Laut meiner Analyse steht die Aktivität des Kobaltsterns in Verbindung mit dem Sternenhügel. Meine Sensoren zeigen einen Pfad zum Sternenhügel in diesem Dorf an, aber ich bin erstaunt über die Signale, die der Kobaltstern übermittelt. Ich habe keine Hypothetisierung. Nichts wie auf zum Sternenhügel. Dort müssen die Antworten auf uns warten. Zurück zum Abenteuer! So. Und wie gesagt, eigentlich könnten die Babys jetzt wieder zurücklaufen zu den Erwachsenen, sodass wir jetzt diese Abschnitte hier auf der linken Seite oder auf der westlichen Seite, wie auch immer, dass wir die so viert erkunden könnten. Das würde gehen. Aber ist es sogar nicht vonnöten, fällt mir gerade auf? Stimmt, das ist es sogar. Weil es gibt sogar Häuser, wo nur, genau, wo nur die Babys reinkommen. Stimmt. Dann muss ich das eh machen. Ja, dann werde ich mal doch das kurz machen. Ich schreibe mal kurz. Moment. Okay, ich bin jetzt mit den Babys auch kurz hier hingelaufen, dass wir jetzt das dann doch noch zu viert machen können, weil es dann halt wirklich sinnvoller ist, weil ich halt die Babys auch brauche, um an diese Orte heranzukommen. Genau, denn die westliche Seite können eben alle vier erkunden, die östliche Seite, da kommen wirklich nur die Babys hin, die Erwachsenen kommen da gar nicht hin. Okay. Und ja, dann machen wir es doch so. Dann ist es auch ein bisschen einfacher für mich, die Kämpfe dann zu überleben. Und wir kriegen halt vor allem auch mehr Erfahrungspunkte, weil die Babys halt einfach auch welche bekommen. Deswegen ist es schon sinnvoller, das so zu machen, würde ich sagen. So, Münzen. Und Dynamo-Orden A und grüne Panzer. Dynamo-Orden A sogar. Wir haben doch den normalen Dynamo-Orden erst, ne? Ja. Was macht der A dann? Erhöht Angriffs-Item-Kraft enorm. Verbraucht 4 Items pro Angriff. Ja, das ist natürlich dann schon cool, irgendwie. Also jetzt für normale Kämpfe immer noch nicht so, aber halt, wenn ich dran denke, kann ich vielleicht vor dem nächsten Bosskampf das Ding einsetzen und dann halt Mario geben. Dann verbrauche ich zwar auch ultra viel, aber dann können wir halt auch ultra viel Schaden machen. Ja, also werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Jetzt für normale Kämpfe finde ich das ein bisschen zu übertrieben. Da ist, glaube ich, der normale Angriffs- oder Trefferangriffsorden ein bisschen besser, würde ich sagen.
Aber vor allem dann für Bosskämpfe ist es, glaube ich, ziemlich cool. Okay. So, let's go. Okidoki. Ist ja gleich zwei von denen, aber wir haben ja diesmal auch die Erwachsenen dabei. So, Mario und dann nicht mehr springen. Genau, das ist auch ultra kompliziert, der Angriff. Also auch wieder auf das Bein achten. Beim rechten Bein wird Mario angegriffen zuerst, beim linken Bein zuerst Luigi. Und man darf nur mit dem ersten springen, mit dem zweiten nicht, weil sie halt so einen komischen Bogen fliegen, wo sie beim zweiten nochmal nach oben fliegen. Das machen sie aber nicht immer. Also sie haben da auch eine Variation von dem Angriff, wo... Wow, holy shit. Sie haben auch eine Variation, wo man mit beiden springen muss. Aber das sehen wir bestimmt auch noch. So. Und dann dürfen sie eben nochmal einen gänzlich anderen Angriff haben. Und sie haben nochmal eine andere Aktion, sage ich mal, die sie machen können. Also die Liebesblasen sind echt schon ziemlich kompliziert. So, let's go. Aber nur ein Einzelner, das kriegen wir hin. So. Bam. Aber die haben auch noch übrigens einen Angriff, den sie noch gar nicht gemacht haben. Den will ich natürlich dann auch noch zeigen, stimmt. Und sie können auch antäuschen, das haben wir jetzt auch gesehen. Okay, also wirklich erst dann springen, wenn er auch wirklich die Fahne oder Fahnen hochhält und nicht schon sich von seinen Zuckungen da dann überraschen lassen oder so. Also sind auch sehr komplizierte Gegner, finde ich, wie eigentlich fast alle hier. Also langsam merkt man wirklich, dass die Gegner immer komplizierter werden. Also fast jeder Gegner hat jetzt schon mindestens 3 verschiedene Angriffe oder so mit Variationen drin. Also echt schon ziemlich schwierig. So, Luigi. Und bam. So, und da ist der andere Angriff. Gut, so häufig springen, dass man aus den Kristallen entkommen kann. Genau, und dann nochmal springen. Genau. Wenn man eben es nicht rechtzeitig aus dem Kristall rausschaffen sollte, dann kann man halt über diesen Laser nicht drüber springen und man wird da einfach immer Schaden nehmen. Aber ich habe ja gerade gesehen, es ist eigentlich schon genügend Zeit, um da rauszukommen. Einfach häufig A und B gleichzeitig drücken und dann hat man da eigentlich keine Probleme. Okay. Gut. Und es gibt auch ein Level-Up. Waha, für Mario. Und wir erhöhen den sehr, sehr wichtigen Angriff. Und da können wir sogar jetzt auch schon auf über 100 kommen mit einer 5. So, mal schauen. Nein! Warum? Mann. Ach. Also jetzt in letzter Zeit lief es sogar wieder ganz gut mit dem Roulette. Aber bei Mario, na, bei ihm ist einfach der Wurm drin. So, Luigi, kriegt er eine 5 wenigstens? Ja, er kriegt eine. Mann, 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 ey. Das ist sehr ärgerlich. Aber muss ich jetzt damit leben? So, ich besieg mal dich auch noch schnell. Und dann die Blöcke will ich mir aber natürlich auch noch gleich holen. Verdammt. Ja, da beim ersten Angriff muss man halt das richtige Timing hinkriegen. Da ist der andere Angriff übrigens noch. Sie schwirren um einen rum und dann mit irgendeinem der Brüder treffen, um den Angriff zu beenden. Genau. Wenn man es nicht schafft, rechtzeitig werden sie einen halt dann angreifen. Shit, und ich wollte jetzt mal kontern. Aber natürlich war ich zu blöd. Weil ich glaube, wenn ich kontere, dann beenden sie diesen Angriff sofort. Meine ich zumindest. So, ich greife mal dich nochmal an vielleicht. So. Okay, stirbt sogar schon. So, Luigi. Und bam. So. Ah, shit, ich wollte wieder kontern, aber ich werde es nochmal bestimmt irgendwann schaffen. Und ich besiege erstmal dich, dass du dann gar nicht mehr angreifen darfst. Aber stimmt, der hat ja, glaube ich, eh nach Luigi erst angegriffen. Weil Luigi hat ja jetzt auch durch das Level-Up mehr Geschwindigkeit erhalten und ist jetzt schon schneller als diese Schubroboter da. So, jetzt mit beiden springen. Ja, weil sie nämlich jetzt nach unten gegangen ist, die Liebesblase. Also wenn sie bei dem Angriff oben ist von Anfang an, dann nur mit dem ersten springen, nicht mit dem zweiten. Und wenn sie unten anfängt, dann mit beiden springen. Also, ne? Echt kompliziert, finde ich. Okay, so jetzt noch die Blöcke. Ja, mit dem Wirbelsprung halt. Ich hoffe, ich komme da weit genug. Aber muss ja eigentlich funktionieren. Weil die Babys können die Blöcke nicht mal erreichen, weil die zu hoch sind. Genau. Savannah-Pilz. Und dann hier noch Münzen. Okay. So, und wir gehen mal noch weiter, würde ich sagen. Den nächsten Raum können wir auch noch machen. Also vielleicht jetzt noch hier die komplette westliche Seite können wir noch vielleicht abschließen. Ich werde jetzt hier auch nicht mehr gegen jeden Gegner kämpfen. Ich meine, die Liebesblase kommt nämlich im nächsten Gebiet, glaube ich, auch nochmal vor. Deswegen von der muss ich gar nicht mehr alles zeigen. Warte mal kurz. Ja, war auch zu früh. Also das zu kontern ist auch sehr, sehr schwer, wie ihr schon merkt. Ja, das war jetzt nämlich auch nichts. Okay, also das kann man schaffen, das zu kontern, bin ich mir recht sicher. Aber ist halt ein bisschen schwierig, ne? Klar. Genau, aber von den Schuhboys oder Schroids heißen sie ja, genau. Da dürften wir jetzt alle Angriffe gesehen haben und auch alle Variationen. Deswegen, gegen die muss ich nicht mehr unbedingt kämpfen. Okay. So.
Na endlich. Genau, dann wird der Angriff abgebrochen beim Kontern. Yes, und das auch geschafft. Okay, habe ich gleich noch alles hier geschafft, auch zu kontern. Wunderbar. So, stirb. Und stirb. Okay. Aber, also wir dürften jetzt bei den Liebesblasen alle Angriffe gesehen haben. Yeah, aber das habe ich ja schon erwähnt. Sie haben noch eine weitere Aktion, die sie machen können. Und die haben wir noch nicht gesehen. Aber das wird bestimmt auch noch kommen. So, auch der Angriff. Auch wieder sehr wichtig. Der wichtigste Wert, wie ich finde. Und da kriegen wir eine 5. Okay, gut. Also, es könnte wieder so sein, wie eigentlich immer bisher, dass nur Mario der Gearschte ist. Also der erwachsene Mario. Und alle anderen kriegen immer die besten Werte. Boah, da sind sogar 6er dabei, okay. Ist sogar ein mega gutes Roulette, meine ich damit. So, nach der 4. Wartet. Okay, perfekt. Ach ja. Und ich meine, das Ärgerlichste ist halt, dass es halt bei Mario am wichtigsten ist. Weil er halt eh schon den höchsten Angriff hat und bei ihm macht es dann halt nochmal einen größeren Unterschied, weil ich ja bei ihm auch viele Orden benutze, wie eben den Trefferangriff-Orden, der seinen Angriff erhöht. Und das dürfte ja prozentual sein, der Trefferangriff-Orden. Und deswegen, wenn er halt mehr Angriff hätte, würde der auch nochmal stärker werden. Aber da bin ich ja irgendwie zu blöd dafür, um bei ihm das Roulette hinzukriegen. Aber naja, was soll's. So. Dann ist nochmal gegen, boah, stirbt sogar schon, gegen zwei von den Shroids auch. Alles klar. Und bam. So, Luigi. Und zack. So, stirbt auch schon, wunderbar. Und du hast wieder den Angriff. Will ich mal zeigen, was... Ich werde es mal zeigen, komm. Wenn ich zu lange Zeit lasse mir, dann... Bam. Passiert das. Aber ist auch gar nicht mal so viel Schaden, ne? Also geht eigentlich. Okay, also die Liebesblasen an sich sind eigentlich nicht so schlimm. Die haben ja auch nicht wirklich viele KP. Aber halt vor allem, wenn die in großer Anzahl vorkommen oder halt auch mit anderen Gegnern zusammen, dann können sie schon ein Problem sein. Vor allem auch wegen ihrer Fähigkeit, die sie jetzt noch gar nicht gezeigt haben. Ich bin mir, also die haben schon diese Fähigkeit, an die ich denke, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht ist es sogar so, dass halt die Liebesblasen aus dem Gebiet die noch nicht haben. Weil, wie gesagt, die kommen in einem späteren Gebiet auch nochmal vor, die Liebesblasen. Und vielleicht haben sie dann die Fähigkeit da erst in dem späteren Gebiet. Also ich muss da jetzt auch unterscheiden, ein bisschen für diejenigen von euch, die das Spiel auch schon kennen. Also ich meine damit, dass wirklich die Liebesblasen 1:1, wie sie auch hier in Totan vorkommen, dass die auch noch später vorkommen. Ja, und vielleicht ist es aber trotzdem so, dass erst die späteren das dann haben. Das kann schon sein, ist auch egal. So, viele Pilze noch und Münzen und noch mehr Münzen. Okay. Aber jetzt geht sogar die R-Taste wieder, ne? Also am Anfang des Parts ging sie ja irgendwie gar nicht. Aber jetzt geht's wieder. Warte mal kurz. Ja, obwohl doch nicht. Ja, nee, stimmt, da kann ich ja gar nicht das machen. Warte, ich muss ja einzeln sein. Doch, geht wieder, jedes Mal. Okay. Ich habe jetzt nichts gemacht oder so, aber funktioniert wieder. Finde ich gut. So, ich kämpfe mal gegen dich nochmal. Komm, was soll's. Den Shroid da unten werde ich auslassen. So. Okay, aber ja, ich glaube, ich soll es nicht mehr riskieren, weil das, also bei dem Angriff vor allem, ist es so schwer, hier ist es noch leichter. Bei dem anderen Angriff ist es so schwer, das zu kontern, das ist es, glaube ich, nicht wert eigentlich, das zu probieren. Okay, ich greife mal dich an. So. Ah, endlich mal. Yeah, denn sie können auch heilen. Mhm. So, Mario. Bam. Genau, ich glaube, das tritt einfach... Ich weiß gar nicht genau, wann das immer auftritt. Also wenn ich sie... Weil es kam ja auch gerade das Ausrufezeichen. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass sie immer nur dann etwas machen, wenn ich ihnen gerade Schaden gemacht habe. Und ich glaube, so dürfte es eigentlich auch sein. Also wenn ich einem der beiden Schaden mache, oder halt allgemein, wenn ich irgendeiner Liebesblase Schaden mache, und es ist ein anderer Gegner im Kampf involviert, der nicht mehr volle KP hat, dann können sie halt, glaube ich, heilen. Ich kann mal jetzt den Angriff mal verkacken, dass sie noch überlebt. Und das passiert auch wieder, genau. Und wird geheilt. Nur wenig diesmal, aber wurde trotzdem geheilt. Okay. So, aber jetzt dann gleich werde ich beide besiegen. So, dürfte auch jetzt ziemlich locker ausreichen. So, bam. Und Luigi. Bam. Okay. Gut. So, und ich will eigentlich noch ganz gerne an einen bestimmten Punkt hinkommen. Aber erstmal... Nein, das wollte ich doch gar nicht mehr. Mann, ey. Okay, ich werde dann sogar jetzt vielleicht gleich mal doch was Cooles einsetzen. Vielleicht mal Blumenmixe. Dann können wir das auch noch... Oder will ich... Ja, ich will es mal eigentlich aufheben eher. Nee, ich werd mal fliehen einfach. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich meine, ich könnte eigentlich direkt schnell besiegen, aber ich habe da jetzt trotzdem keinen Bock drauf. Auf den Kampf. So. Weil ich eigentlich halt noch dann an diese eine Stelle hinkommen will, wo ich dann den Part beenden will. Aber ich will natürlich auch noch den Block da oben haben. So.
Aber stimmt, ich muss ja auch bedenken, ich musste ja auch ein kleines bisschen was rausschneiden, wo ich mit den Babys da rüberlaufen musste. Parahosen übrigens noch. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Nee, warte kurz. Hier. So, leichte Hosen mit Paracooper-Flügeln, die gut Wind machen. Okay. Verteidigung wird richtig stark erhöht und die Geschwindigkeit wird ultra, ultra krass erhöht. Aber der Angriff sinkt halt dafür. Ich meine, vor allem bei Luigi wäre es interessant, dann dürfte er halt eher immer zuerst angreifen, ausnahmslos. Weil kein Gegner dürfte eine Geschwindigkeit, also kein aktueller Gegner zumindest, dürfte eine höhere Geschwindigkeit haben als er dann. Aber er hat halt dann auch weniger Angriff. Aber dafür sogar auch nochmal mehr Verteidigung. Also ist es wert? Das ist gar nicht so einfach zu entscheiden. Aber doch, ich werde es machen. Ja. Okay. Gut. Dann müssen wir uns jetzt eben merken, dass ab jetzt dann immer Luigi zuerst... Ah, ich will übrigens die Babys mitnehmen. Dass ab jetzt dann immer Luigi zuerst angreifen wird, weil er jetzt eine mega hohe Geschwindigkeit hat mit den Parahosen. Okay. So, und hier will ich aber auch eigentlich nicht mehr kämpfen. Aber da habe ich schon alle Gegner besiegt. Gut. Aber ich muss auch wieder ein bisschen Wirbelsprung-Action machen. Mit den Erwachsenen. So, um an die... Okay, da links ist noch einer, aber den werde ich ignorieren. Um alle Blöcke zu erhalten. Ein paar Lords-Eier nämlich. Und dann hier noch Münzen. Okay. Gut. Dann gehe ich noch ganz kurz hier auf die rechte Seite. Aber dann gleich werde ich danach dann eben direkt den Part beenden. So. Also ja, ich würde sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Beim nächsten Mal wird's dann mit den Babys wieder ein bisschen weitergehen, denn die Erwachsenen sind jetzt hier an einem weiteren Checkpoint quasi angekommen und die Babys müssen jetzt dann wieder erstmal den kompletten Weg außenrum zurücklaufen, um dann hier auf die rechte Seite zu kommen, dass wir dann dort wieder gemeinsam die Blöcke aktivieren können, um dann hier nach unten weiterzukommen. Ich werde sogar einfach das vielleicht offscreen bis zum nächsten Part machen und dann werden wir uns am Anfang des nächsten Parts gleich direkt bei den Babys im nächsten Raum sehen, wenn es dann mit denen weitergehen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.